Oh, da haben sie wieder randaliert. Die Schlingels. Finde ich ganz lecker. Voll geil. Ich mag Blutorange. Ist auch auf eine angenehme Art süß, aber nicht zu süß. Nö, nee, überhaupt nicht. Stehe ich tierisch drauf. Also kann man empfehlen. Wenn ja. man natürlich alt genug ist, um es zu trinken. Ja, weiß ich nicht. Muss man ja dazu gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so freigegeben ist. Ich kenne mich da eigentlich gar nicht so aus. Ist ab 16. Tatsache? Mhm. Ja. Die Rede ist natürlich von formschönen Energy Drinks. Nicht zu empfehlen, Kinder. Und dieser eine ist aber recht lecker. Ab einem gewissen Alter, ne? So. Weil wenn man das früh macht, wird man schwer dran. Ach, jetzt läuft hier auch Musik? Ach. Ja, stimmt. Da kannst du ja ein Lied davon singen. Sogar. Ja, in der Tat, ja. Wie ist jetzt eigentlich? Besser oder hast du noch Probleme? Ich hab noch Probleme. Merkst du auch? Ja, Muskelkater aktuell mehr. Ja, das ist. Das ist ja aber auch normal, wenn man ein Vierteljahr. Ja, du hast jetzt auch lange nicht gearbeitet, Urlaub, ne? Muss man ja sagen. Ja, Urlaub halt, ne? So oder so ähnlich. Haben ja auch lang genug gearbeitet dafür. Ja, kann man sagen. So oder so sehen, ne? Ja. Ach cool, dann müssen wir ein bisschen Umweg laufen, weil die uns hier einfach nicht an sie vorbeilassen. Weißt. Ja, sehr. Richtige Deutsche geben ihren Sitzplatz auf keinen Fall her. Sowieso. Das wäre auch unverständlich. Ja, oh, ich darf nicht spoilern, das ist halt. Aber da fällt mir gerade schon was sehr Trauriges zu ein. Echt schade. Wirklich schade. Also, Raketen gehen ab. Kann ich da irgendwie, kann ich da wohl hüpfen? Ich glaube, ich muss das irgendwie kaputt machen, oder? Aber wie? Oder gibt es einen versteckten Hebel? Ich laufe nur noch langsam die Treppe runter. Oder kannst du runterspringen? Ne, ich glaube, da bin ich tot. Ja. Das war jetzt meistens. Ach ja, klar, Hagrid muss hier hoch und diesen Hebel ziehen. Und dann kommen die Dinger da runter. Glaube ich. Und da kannst du drauf springen. So oder so. Oh, oder da kommt ein fliegendes. Was auch immer. Ja, ja. Ja, genau. Der, was ne? auch immer, ja. Und das ist. Das klingt sehr plausibel. Ja, und ich finde, so ein was auch immer sollte auch einfach in freier Wildbahn reden dürfen. Sowieso. Die gehören ja auch dahin. Was auch immer die da machen. Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt kannst du da gleich springen. Aber du baust ein komisches Konstrukt, mein Junge. Wieso? Ich hab die einfach übereinander gebaut, dass ich da hochspringen kann. Kann man das schon. Ja, kann man, ne? Aber muss ja nicht unbedingt. Ich sag immer, hätte Fahrradkette. Zum Beispiel. Ach, da fliegen jetzt ein paar Besen rum. Ach, ein Nimbus 2000. Und ich hab Dobby gefunden. Stör. Bitte nicht. Es tut mir leid. Was ist das denn? Der ist bestimmt in diesem Fass drin. Poltergeist, glaube ich, ist dort. Geiler Film. Gehört hier nicht her, aber geiler Film. Ja, aber ist ein geiler Film. Kann man mal machen. Also kannst du ja doch da rüber springen. Ja, aber wo? Ja, einfach an der Balustrade da unten. Ja, ich hab Schiss, dass ich da störe. Wie kann ich nicht? Vielleicht musst du die Dinger anders ansortieren. Oder du wirbelst sie durch die Gegend. Wie kann ich irgendwie? Vielleicht brauchst du die, um über die Balustrade drüber zu springen. Dumm. Aber ich kann die nicht davor setzen. Funktioniert und ich kann hier diesen weißen glaube ich auch noch nicht. Oder? Nee, ist ja nicht mehr. Vielleicht muss es eine gewisse Anordnung haben. Oder man kann einfach da. Ja, oder wir machen das so, ne? Ja, war ja da klar. Die Dinger kann ich ja gleich ausschalten. Hier kann ich irgendwie interacten. Mara? Weiß ich nicht. Ich glaube, die wollen bestimmt Mädchen. Mit dem Makler machen. Ist eigentlich schon ziemlich. Nee, wollen sie gar nicht. Die sind einfach. Harry sehen. Den Harald wollen sie sehen. Die sind einfach, ja, nicht so nett. Machst du? Die will irgendwie nicht darüber zaubern. Ja, kick an. Das passiert manchmal. Ja, sehr gut. Nicht erschlagen lassen. Ja.
kommen wir auch darüber. Ich glaube, ich mache aber erst die Raketen. Der Dogmeister ist da drin. Ich räume hier erst ein bisschen um. Da gibt Münzen. Hat da gerade was geschimmert? Ich bin da ganz schimmergeil. Doch, da ist nämlich ein Poster, was ich aufhängen kann. Da gibt wieder extra Punkte. Das ist dasselbe Poster. Na gut, Dobby, komm raus. Hallo. Oh, ein Fliegekürbis, ja geil. Da ist. So. Und jetzt ist Ruhe im Kabuff. Ja, komm, so weit ist er nicht. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das erleben. Ja, das ist tragisch. Ich hoffe, seine Familie war gut abgesichert. Da hat er schon auf die Schnauze bekommen. Hat er richtig kassiert jetzt? Ja. Aber jetzt ist er kaputt. Genau, das ist nämlich die Stelle, wo ich jetzt keine Armknochen habe. Ah, ja, stimmt. Ja, guck. Er hat irgendwas verdreht. Dreist. Ja, ein bisschen. Da gibt's erstmal ein Likörchen. Eine Milch. Ich glaube. Aus einer roten Tasse. Ja, ich glaube auch, meine Frau ist wieder da. Tja. Aber das stört ja nicht. Nee, das ist nur schon wieder so eine Aloe Vera-Pflanze. Ja, ist böse. Auch richtig lecker. Habe ich ja noch nie so, ne? So, nie in der Tschechien. Ja doch, ich war schon da, aber nicht so. Ja, stimmt. Bibelabend. Ja. Ja, können wir auch noch wissen. Ich war eher so einer von den Anstehenden. Ja, ich auch. Ja? Muss man auch, ne? Ja. Sonst wird aus einem nichts. Ne, kann gar nicht. Ich glaube, hier kann ich auch diese komische Oma spielen. Erstmal mal hier schon das Bettchen, dann kann ich damit rumhupsen. Also ich finde der Oma ist klasse. Ja, oder? Definitiv. Du hast immer das beste Essen. Oh ja. Weil so langsam fängt es ja an, dass man sich dann bei der Mama was anschaut. Also bei dir vielleicht, ja. Lustigerweise muss ich dazu sagen, andersrum auch. Also meine Mama schaut sich auch von mir an. Ich auch gemacht. Meine Mutter und mein Vater haben jetzt Apache 207. Oh wie? Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich find's ja ganz cool, aber nicht, wenn meine Eltern das hören. Das ist dann wieder dieses andere Schämen. Ja, ist erstmal seltsam, ne? Ja, das bleibt auch für immer seltsam. Ach, die hat die roten Zauber, ja. Klasse. Da kannst du laufen, soll ich machen. Da kann ich ja fast alles machen. Was ist das hier? Oh. Da probieren wir mal rum. Ja, die Oma kann halt kochen. Also ja, die kann hier den Schrank aufmachen. Also Rudolf, die Hausfliege ist echt penetrant. Peter, meinst du? Ja, Rudolf. Achso, hast du umgetauft? Nee, ist eine andere. Achso. Ja, hier habe ich natürlich mehrere, ne? Ja, man muss ja auch ein bisschen tierfreundlich sein, ne? Definitiv. Deswegen wählen wir die Tierschutzpartei. Ja. Dafür brauchst du die Aloe Vera. Die Schreibpflanze. Achso, ja, ich kann jetzt hier auch in den Kleiderschrank. Ja, komm, geh Rinder. Lass Miranda, denn sie will ja. Nee, die will nicht. Ja, dann probieren wir mal hier. Steht nicht so auf Schränke. Hier die Schranklegen. Bei der Bundeswehr haben wir auch viele Sachen im Schrank. Was? Naja. Halt Schranktee trinken. Ja, ne? Weißt du. Und andere Sachen. Mal schauen, was wir alles kaputt machen können. Rudolf. Ich habe gemerkt, unser Freund Harry hat Schmerzen. Meinst du, den können wir kaputt machen? Ja, juckt ihn nicht. Ja. Der ist auf den Kopf gefallen, so. Der hält sich nicht mal mehr in den Arm. Können wir hier die Nerven sägen? Nee, er ist auch sterbenskrank. Armer kleiner Blondie. Was hat er denn gerade für einen Fuß an? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wovon du redest. Ich
schon. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, komm, du bleibst hier. Weil jetzt kann ich dich hier drin eintopfen. Und dann hält schon deine Schnauze, du. Magnesium wieder trinken. Musst du? Ja, Muskelkarte. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Das ist nicht so schön. Kann man machen. So, jetzt fehlt uns nur noch diese Spinne. Hallo, nee, das war nicht der Plan. Das lass mal lieber. Vielleicht oder kann ich. Einfach mal Raum ganz hinten wahrscheinlich. Könnte man einen kaputt machen. Kohle, Kohle, Kohle. Ja. Kohle, Kohle, Kohle. Das habe ich durchaus sehr gefeiert. Jo, war ja auch cool. Ja, schau ich sogar heute noch. Haben wir ihnen ja beigebracht, wie es funktioniert. Ich schau sogar die alten Let's Plays. Ich, wenn ich Lust habe. So, die Oma kann hier nicht diesen roten Zug. Die macht jetzt Kamusch. Ja, mach die mal weg hier. Hallo, machst du? Kann sie das? Ja, zumindest ist auch rot, ne? Ich glaub, die Oma hat eine leichte Sehschwäche. Die Schild. Ja, das ist natürlich auch ein Ding der Möglichkeit. Nee, aber Hermine kann, glaube ich, was mit diesem Schrank da machen, weil sie schlau ist. Oh, das hasse ich. Was ist das denn? Ups, das war die falsche Taste, um Gottes Willen! Ja. Also dafür braucht man schon EQ von Einstein. Definitiv. So, ich kann irgendwas zusammenbasteln. Ich sehe wieder die Zähne. Um Gottes Willen, ja, wer tut denn sowas? Ach, den Rollstuhl. Der Rollstuhl. Kann ich aber nicht nehmen. Kann ich hier noch irgendwas? Aber die Oma kann doch meinen Rollstuhl. Die kann ihn bestimmt nehmen. Aber apropos Oma, kann die hier mal? Vielleicht muss man dafür im Rollstuhl sitzen. Da fehlt der falsche Zaun. Nee, die macht hier auch nicht so. Ist ja auch doof. Ich glaube, da wird manches auch einfach erst später freigeschaltet. Ja, wie nehme ich den denn jetzt? Vielleicht davor stellen. Oder reinspringen oder. Ja. Das ist ja nicht 4000 Stunden Harry Potter. Nicht die Possibility. Cool. Ich weiß auch noch nicht, was wir damit machen sollen. Vielleicht den Tresor öffnen. Ich suche aber immer noch erstmal die rote Spinne eigentlich. Ja, aber wie soll ich denn damit den Tresor öffnen? Vielleicht können wir Menschen, die sitzen, das machen. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich muss wieder hin. Entschuldigung, Hermine. War Absicht. Oh, ich habe da was gesehen. Da funkelt etwas. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Fällt eine Spinne runter? Ja. Das ist sie. Ja, super. Jetzt kann ich da irgendwas machen. Ja, so nicht. Das ist doch hart, Alter. Das ist sie. Oh. Ach, das ist der Muckitrank für den Tresor. Ja, Einwandbrei, nee, die hält den Harry. Nee, das ist nicht der Muckitrank. Das sieht lecker aus. Und der wirkt verdammt schnell. Kurzer Knochen nachgewachsen. Ja, so mit dem Fingerschnitten ist er wieder da. Tja, deswegen. Immer schön eure Muckitränke trinken. Oh. Na, der kann krank bleiben. Alles endlich haben wir unsere Ruhe von Le Paparazzo. Nee, ich glaube, die wollen bei diesem Duellierclub mitmachen. Der Typ ist denen doch völlig schnuppe. Hey, freies Spiel, freigeschaltet. Das ist jedes Mal. Das ist bloß das Level da. Hast du ja noch nie im freien Spiel? Ja, nee. Hast du noch nicht mal gezeigt, wie das aussieht? Nein, im Let's Play mache ich jetzt erstmal hier Story. Ne? Aber da kannst du ja Extras freischalten, was dir für die Story hilft. Was? Ja, aber ich will. So angemerkt aber, ja, aber ich will doch schwierig haben. Fakt ist, ich habe schon 28 Goldsteinchen. Das, ja. Das reicht bald für eine Bude. Aus purem Gold.
um nicht zu dekadent zu wirken. Fährt jetzt eigentlich heute deine Frau zur Teeparty oder fährt die Mutter deiner Frau heute zur Teeparty? Ich weiß nicht, das werden wir mit ihr besprechen, sobald wir hier mit der Aufnahme fertig sind. Ach so, okay. Na gut. Schade, dass die alte Frau nicht mehr da ist, weil die hätte jetzt bestimmt hier diesen komischen Ritter mal anzaubern können. Und der haut bestimmt gegen den Gong. Kann ich hier... Ich würde gerne was mit der Eule machen, aber ich weiß nicht was. Ist Hedwig. Meinst du, gibt bestimmt noch andere weiße Eulen? Nein, Hedwig ist die einzige weiße Eule. Da weißt du jedes Kind. Und Vater, wie kriege ich den Jungen darunter? Ich meine, der ist schon ziemlich dämlich, muss man mal sagen. Dass er das macht. Wingardium Leviosa. Ja, aber da komme ich nicht hoch. Ja, dann ist Pech, dann gehen wir wieder Quidditch spielen. Ja. Nach unserem Quidditch-Unfall. Die leuchtet auch schon. Ach nee, Laternen hatten wir, glaube ich, fertig, ne? Das hast du fertig gehabt. Ja, aber da ist so eine Elfe, die du vorhin nicht wegmachen konntest. Das kann ich jetzt mal eben machen. So. Okay, die Elfe ist... Ja, ich glaube, die ist schlafen gegangen. Das kann ich hier bestimmt auch was machen. Ja. Da kann ich was basteln. Das schaut ja super aus, aber mit den goldenen Töpfen kann ich auch noch nichts anfangen. Na, da brauchst du den Vieltrankzauber. Ja. Vielleicht lernen wir den ja jetzt. Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, kick an. Aber war das nicht erst im dritten Teil? Ne, das war im zweiten Teil. Stimmt. Das war im zweiten Teil, weil die haben sich als Mädchen verkleidet. Genau. Oder? Ich weiß es nicht. Da leuchtet was ganz schön sehr hier überall. Was? Ja, die Gegenstände da. Ja, ich glaube, hier ist eine Perücke. So eine Harry-Perücke. Die musst du irgendwo reinschmeißen. Oder irgendjemandem aufsetzen. Ne? Die Frage ist halt wem. Siehst du den Glatzkopf? Ich nicht. Deshalb lasse ich die auch momentan noch liegen, weil ich einfach gar nichts damit anzufangen weiß. Jetzt machen wir erstmal den Duellierclub und machen Malfoy fertig. So wie es sich gehört. Ja. In Wirklichkeit sind wir zwar Freunde, aber weiß ja, Freunde kabbeln sich gerne. Severus Snape. Dumbledore! Harry Potter. Ach, jetzt kriegen wir auch den roten Zauber, da können wir bald richtig loslegen. Du kannst ja nicht losbuttern dann. Ich mach die einfach alle kaputt. Ich glaube, das ist das Ziel. Wieso? Oh, noch einen Ei noch. Machen. Ja, da war ich auf jeden Fall schneller als der Rotschopf. Der Rotschopf hat ja mal wieder nichts gebacken jetzt, ne? Ich glaube, du musst mit dem Rotschopf jetzt schießen. Mit denen seine Anzeige vorgeht. Meinst du? Ja. Aber will ich eigentlich gar nicht. Der Rotschopf hat sich's auch nicht verdient, aber. Ja, eigentlich finde ich ihn ziemlich dämlich. Das ist halt. Darf ich hier vor? Ist zwar Regelverstoß, aber. Ne? Ha! Oh, das finde ich aber nicht fair. Ich finde das gut. Schummeln muss auch mal ein bisschen sein. So wie in der Schulaufgabe. Was? Nein! Ja, doch, klar. Nein, sowas tue ich nicht. Aber ich glaube, ich kann jetzt hier mal auf die Schnauze. Snape. Zum Bleistift. Der schaut nämlich auch ein bisschen grimmig. Ja, aber ist doch bestimmt mit der Kerne. Ja, der hatte was mit meiner Mutter. Also mit Harrys Mutter meine ich natürlich. Nein? Nein, hat er nicht. Das war ein böser deine Mutterwitz. Ja. Macht man nicht. Entschuldigung. Unsympathisch. Aber was ich dazu mal sagen möchte, deine Mutter frisst Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten. So ein Ding ist das. Macht sie das? Auf jeden Fall. Ich mach dich fertig nun. Ne? Du kannst nicht dagegen tun. Hör mal auf damit. Was ist das? Oh weh. Und warum hat der ein Leben mehr als ich? Ja. Aller ein richtiger Experte ist. Das ist aber nicht nett, du. Das ist der beste Rot-Magie-Zauber-Barbo, den es gibt. So ein Ding ist das nicht. Jetzt geht's aufs letzte Leben. Oh! Zerlegt! Das war jetzt aber nicht nett von ihm. Aber das hast du ja nur gemacht, um mal zu zeigen, wie es ist. Ja, so ist es, wenn man verliert. Das Schöne ist, er hat trotzdem immer noch bloß ein Leben.
Ja, so wie sie können, ne? Was wir ihm jetzt genommen haben. Und das war ein No-Scope. Jetzt kann ich Leute entzaubern.